Herzlich willkommen, liebe Freunde der Selbstanklage. Hallo an alle Fehlerdetektive, Perfektionspionierinnen und Selbstkritikspezialisten. Heute werden wir uns inmitten von Missgeschicken und Pannen bewegen. Als ob wir das Leben von Katastrophen-Karl, Schlamassel-Susanne und Pannen-Peter live miterleben würden. Doch bevor wir weitermachen, abonnieren, aktivieren, liken. Ja, ihr ahnt es schon, wir tauchen kopfüber in die Welt der Fehler ein. Das Wort Fehler mag in unseren Ohren negativ klingen, aber ich werde euch heute zeigen, warum Fehler ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Wachstums und Erfolgs sind. Also räumt alles weg, was zu Bruch gehen kann, und begebt euch mit mir auf eine faszinierende Reise rund um das Thema Fehler. Mit einem Schuss Humor und einer Prise Weisheit werden wir hier über einen positiven Umgang mit Fehlern reden. Also, lasst uns gleich anfangen. Kennt ihr das auch? Manchmal versuchen wir alles Mögliche und geben uns die allergrößte Mühe in unserem Leben, aber irgendwie scheint nichts zu klappen. Es fühlt sich dann so an, als ob es irgendwo im Universum jemanden geben würde, der einen Fehlermasterplan für unser Leben ausgearbeitet hat und uns diesen um die Ohren haut. Unser Leben fühlt sich dann ungefähr so wie ein Flummi an, den wir freudig an die Wand werfen und fangen, bis er uns ins Gesicht springt. Yeah, das ist das Leben. Stellt euch euer Leben einfach als riesiges Puzzle vor. Du sitzt ewig dran und unzählige Wutanfälle später setzt du das letzte Teil ein, nur um festzustellen, dass du die letzten Monate falsch herum gepuzzelt hast. Also, alles auf Neuanfang und von vorne beginnen. Doch je öfter wir wieder neu anfangen und weitermachen, entdecken wir auch, dass Fehler wie unpassende Puzzlestücke sind. Damit am Ende das große und tolle Gesamtbild steht, puzzeln wir zigmal die falschen Teilchen zusammen. Somit werden Fehler zu einem unverzichtbaren Baustein unseres Lebens. Deshalb ist das Beste und Wichtigste, was du machen kannst, immer wieder Fehler zu produzieren. Also steh auf aus deiner großen Tränenlache, auch wenn du mal einen Fehler gemacht hast, und fang von vorne an. Sollte dich jemand auslachen oder dich kleinreden wollen, dann begegne ihm mit einem Augenzwinkern. Schmettere ihn entgegen. Ja, ich habe einen Fehler gemacht und er wird in die Geschichtsbücher eingehen. Nur lass dich niemals unterkriegen. Fehler sind wie Schokostückchen im Keks. Sie machen das Leben süßer und tauchen meist unerwartet auf. Fehler fördern Kreativität. Kennt ihr das auch? Ihr habt das perfekte Rezept für den berühmtesten Schokoladenkuchen der Welt in den sozialen Medien gefunden. Ihr legt voller Euphorie los. Die Eier fliegen in die Spüle, das Mehl bildet eine Wolke in der Luft und der Schokoladenüberzug hängt euch teilweise an den Klamotten und im Gesicht herum. Voller Vorfreude holt ihr den Kuchen aus dem Ofen, probiert und er schmeckt wie einfach wie Schmutz. Am Anfang seid ihr total entmutigt und wollt euch selbst und eure Hausbäckerkarriere an den Nagel hängen. Aber wartet mal, während ihr den Kuchen gebacken habt, ist euch aufgefallen, dass ihr einige Dinge anders gemacht hättet. Euch geht ein Licht auf. Pling! Ihr denkt, was wäre, wenn ich den Schokoladenkuchen anders zubereite, als es das Rezept vorgibt? Vielleicht schneidet ihr den Kuchen ja in der Form eines Alienraumschiffes oder fügt unerwartete Gewürze hinzu. Tada! Plötzlich habt ihr ein Kuchenkunstwerk geschaffen, das die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Der Fehlschlag hat eure Kreativität so richtig angekurbelt und ihr habt etwas noch Besseres geschaffen. Genau das passiert, wenn wir Fehler machen. Fehler zwingen uns, über den Tellerrand hinauszublicken und nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Fehler fördern deine Selbstreflexion. Lass uns über Selbstreflexion sprechen. Das ist sozusagen wie eine interne Selfie-Session für die Seele, nur ohne Filter. Wenn wir Fehler machen, fühlen wir uns oft so, als ob mit großen, fetten Neonpfeilen auf uns gezeigt wird. Doch sind es gar nicht so sehr die anderen Menschen, die auf uns schauen. Vielmehr ist es eine innere Unzufriedenheit mit uns selbst, weil wir einfach vergessen, mal genauer hinzuschauen. Wir werden unsicher und denken die ganze Zeit darüber nach, was andere Menschen über uns denken. Dann treten wir in jedes Fettnäpfchen. Hey Fettnäpfchen, ich meinte es nicht so. Oh Mann. Wir treten also gerne und oft in die Klischeekeramik Essensaufbewahrungsobjekte.
Doch uns ist es einfach nicht bewusst, weil wir zu wenig Selbstreflexion besitzen. Genauso ist es Dave ergangen. Er machte einen Fehler auf der Arbeit, den niemand so wirklich interessierte, doch weil er dachte, alle Menschen würden es sehen, war es ihm peinlich. Er wurde unsicher. In den folgenden Tagen schoss er einen Bock. Kumpel, ernsthaft? Machte er einen Fehler nach dem anderen? Danke. Gerne. Schließlich entschloss sich Dave zu einer Self-Check-Session. Dave nahm sich ein Wochenende Zeit für sich, sagte alle seine Termine ab und begann über seine jüngsten Fehltritte nachzudenken. Er fragte sich, was für Gründe gibt es, weswegen mir der Fehler unterlaufen ist? Wie hätte ich anders handeln können, damit ich positiver mit meinen Fehlern umgehe? Wie kann ich aus diesen Situationen lernen? Anstatt sich selber Vorwürfe zu machen, nutzte er seine Fehler als Gelegenheit für Selbstreflexion. Er bemerkte, welche Muster sich in seinen Handlungen wiederholten und welche Auslöser zu seinen Missgeschicken führten. Diese Erkenntnis half ihm, seine Reaktionen bewusster zu steuern und besser mit ähnlichen Situationen umzugehen. Die Selbstreflexion wurde so zu einer fantastischen, ja fast magischen Nein-Einhorn-Fähigkeit. Sie half ihm nicht nur, aus seinen Fehlern zu lernen, sondern auch, sich selbst zu verbessern. Er wurde wissender, geduldiger und einfühlsamer. Er konnte sich selbst besser verzeihen und anderen gegenüber nachsichtig sein. Dave begann, anderen Menschen sein Wissen weiterzugeben, dass Fehler nicht das Ende sind, sondern der Anfang eines Lernprozesses. Mittlerweile macht er andauernd Werbung auf YouTube, dass du seine Kurse für 5000 Euro kaufen kannst, und er fliegt zum Einkaufen mit seinem Privatjet. Aber hey, dies alles nur wegen einer Self-Check-Session. Fehler bauen Resilienz auf. Resilienz. Das klingt doch wie eine neue Superheldin, oder? Nun, in gewisser Weise ist sie es auch. Resilienz ist die Fähigkeit, sich an Situationen anzupassen. Durch sie können wir Probleme lösen und auf Veränderungen noch besser reagieren. Aber wie wurde denn Resilienz zu der Superheldin, die sie nun ist? Es ist nicht so, dass sie ihre Superkräfte plötzlich über Nacht bekommen hat. Auf gar keinen Fall. Hier ist ihre Geschichte. Es war einmal eine junge Frau namens Carlotta, die sich in einer Welt voller Herausforderungen und Hindernisse wiederfand. Alles schien gegen sie zu sein und jeder Schritt auf ihrem Lebensweg schien von einem Fehlschlag begleitet zu sein. Doch Carlotta war keine gewöhnliche Frau, denn sie war dazu bestimmt, eine Heldin zu werden. Eines Tages, nachdem sie wieder einmal von einem Rückschlag niedergestreckt wurde, fand sie einen alten, geheimnisvollen Spiegel in einem verstaubten Antiquitätengeschäft. Als sie hineinschaute, sah sie nicht ihr eigenes Spiegelbild, sondern eine mächtige Superheldin. Diese Heldin war Resilienz. Die Verkörperung der unbeugsamen Stärke. Sie erklärte, dass sie selbst aus zahlreichen Fehlschlägen und Niederlagen entstanden war und dass es die Fähigkeit ist, aus diesen eigenen Erfahrungen gestärkt hervorzugehen. Dies hatte sie zu einer mächtigen Heldin gemacht. Carlotta entschied sich, das Erbe von Resilienz weiterzuführen und weckte ihre eigene Superkraft in ihr. Sie begann, ihre Misserfolge und Rückschläge nicht mehr als Niederlage zu betrachten, sondern als Gelegenheiten, um zu wachsen. Sie lernte, die Realität so zu akzeptieren, wie sie ist, fokussierte sich aber nun auf ihre Aufgaben und schaffte alle Dinge ab, die sie ablenken könnten. Auf ihre gemachten Erfahrungen, auch wenn sie manchmal echt doof waren, blickte sie mit Dankbarkeit zurück. Sie begann damit, ihre sozialen Kontakte zu pflegen und baute sich so ein Netzwerk um Helden und Heldinnen um sich auf. Sie achtete auf ihre Work-Life-Balance. Einen Superschurken am Tag zu erledigen reicht doch auch, oder? Lerne auch du aus deinen Fehlern und werde stärker von Fall zu Fall. Perfektion, dies, das, Ananas. Die Suche nach Perfektion, das ist wie eine Mission, das Ende des Regenbogens zu erreichen, wo ein Topf voller Gold auf uns wartet. Wir jagen ständig diesem Ideal nach, als ob es ein verlorenes Paar Socken wäre, das wir verzweifelt in der Wäsche suchen. Aber lasst uns mal ehrlich sein. Perfektion ist wie eine exotische Frucht. Wir wissen nicht einmal genau, wie sie schmeckt, aber wir sind fest davon überzeugt, dass sie uns das ultimative Geschmackserlebnis bringt. Die Wahrheit ist, Perfektion ist wie ein Ananas-Erdnussbutter-Sandwich. Polarisierend. Einige lieben es, andere schütteln nur den Kopf. Aber hier ist die Sache. Wenn wir ständig nach Perfektion suchen, vergessen wir oft, die kleinen, wunderbaren Dinge im Leben zu schätzen. Es sind die Unvollkommenheiten, die das Leben so charmant und einzigartig machen. Es sind die verschütteten Kaffeetassen, die verhedderten Kopfhörerkabel und die versehentlich versendeten Textnachrichten, die uns zum Schmunzeln bringen. Wir sollten dankbar dafür sein, dass das Leben mit Überraschungen gespickt ist und dass Perfektion nur eine Illusion ist.
Lasst uns also aufhören, nach der perfekten Ananas für unsere Pizza zu suchen und stattdessen den Geschmack der Unvollkommenheit genießen. Denn genau das macht das Leben so bunt und aufregend. Also das nächste Mal, wenn du aufstehst, konzentrierst du dich einfach auf die Dinge, die du bereits hast. Schau mal genauer hin, was alles schon Tolles in deinem Leben passiert ist. Hier mal ein paar Beispiele. Es gibt gratis Sauerstoff, du kannst Selbstgespräche unter der Dusche führen, dir die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen, kostenlose Katzenvideos im Internet schauen oder du bist einfach mal dankbar dafür, jeden Morgen aufzustehen und dein Leben genießen zu dürfen. Es sind die kleinen Dinge, die das Große und Ganze ausmachen. Sie erklärte ihr, dass sie selbst aus zahlreichen Fehlschlagen und Niederlegen Perfektion ist wie ein Ananas-Erdbrustbutter. Einige lieben es, andere schütteln...